Der Körper wird zu seinem eigenen Korsett. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einer singulären Kraft. Eine Schaukel ohne Schwerkraft erhebt sich in beängstigende Höhe. Die Umrisse von Menschen und Dingen lösen sich auf. Unzählige Dichter und Schriftsteller haben versucht, das Erlebnis einer Panikattacke in Worte zu fassen. Diese ist so überwältigend, dass viele sie mit einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen lebensbedrohlichen Vorfall verwechseln. Auch wenn Panikattacken keine bleibenden körperlichen Schäden verursachen, kann die Angst vor der nächsten Attacke den Alltag stark beeinträchtigen und zu weiteren Panikattacken führen. Studien zufolge erlebt fast jeder Dritte im Leben mindestens eine Panikattacke. Und egal, ob es die erste oder hundertste ist oder ob man miterlebt, wie jemand anderes eine hat, will niemand ein solches Erlebnis nochmal durchmachen. Sogar etwas über sie zu lernen kann unbehaglich sein, aber es ist notwendig, denn der erste Schritt zu deren Vermeidung ist, sie zu verstehen. Im Grunde ist eine Panikattacke eine Überreaktion auf den natürlichen körperlichen Reflex bei einer Gefahrenwahrnehmung. Diese beginnt in der Amygdala, der Gehirnregion, in der Angst verarbeitet wird. Nimmt die Amygdala eine Gefahr wahr, regt sie das sympathische Nervensystem an, das die Ausschüttung von Adrenalin auslöst. Adrenalin führt zu einer Erhöhung von Puls und Atemfrequenz, um die Muskeln in Armen und Beinen mit Blut und Sauerstoff zu versorgen. Auch das Gehirn wird wacher und reaktionsfähiger. Bei einer Panikattacke reicht diese Reaktion weit über das Maß hinaus, das in einer Gefahrensituation sinnvoll wäre. Es kommt zu Herzrasen, Schweratmigkeit oder Hyperventilation. Die veränderte Durchblutung führt zu Benommenheit und Taubheit in Händen und Füßen. Der Höhepunkt ist meist nach 10 Minuten erreicht. Dann übernimmt der präfrontale Kortex von der Amygdala und stimuliert das parasympathische Nervensystem. Dadurch wird ein Hormon namens Acetylcholin ausgeschüttet, das den Puls senkt und die Panikattacke langsam abklingen lässt. Die Empfindung von Gefahr reicht aus, um die Reaktion auszulösen, die man normalerweise bei einer realen Bedrohung hätte, und geht noch darüber hinaus. Wir wissen nicht genau, warum das passiert, aber manchmal lösen Umweltreize, die an traumatische Erlebnisse erinnern, Panikattacken aus. Diese können mit Angststörungen wie PTBS, Sozialphobien, Zwangsstörungen oder generalisierten Angststörungen einhergehen. Liegen wiederkehrende Panikattacken, ständige Angst vor neuen Attacken oder Verhaltensänderungen zur Vermeidung von Panikattacken vor, kann eine Panikstörung diagnostiziert werden. Die beiden wichtigsten Behandlungen für Panikstörungen sind Antidepressiva und kognitive Verhaltenstherapie, auch KVT. Beide haben eine Ansprechrate von etwa 40%, auch wenn jemand, der auf das eine anspricht, nicht unbedingt auf das andere anspricht. Antidepressiva haben jedoch eine Reihe von Nebenwirkungen und 50% der Patienten werden nach dem Absetzen rückfällig. KVT hingegen ist nachhaltiger und hat nur eine Rückfallquote von 20%. Das Ziel der KVT ist das Erlernen und Einüben konkreter Hilfsmittel, um die Empfindungen und Gedanken bei Panikattacken körperlich und geistig in den Griff zu bekommen. Die KVT beginnt mit einer Erläuterung der körperlichen Ursachen einer Panikattacke, gefolgt von Atem- und Muskelübungen, die Betroffenen helfen sollen, ihre Atmung bewusst zu kontrollieren. Dann folgt die kognitive Umstrukturierung, bei der die Gedanken, die bei Anfällen häufig auftreten, identifiziert werden. Etwa der Glaube, man höre auf zu atmen, habe einen Herzinfarkt oder müsse sterben, und ersetzt sie durch korrektere Gedanken. Die nächste Therapiephase besteht darin, sich körperlichen Empfindungen und Umständen auszusetzen, die Panikattacken auslösen. Ziel ist es, durch das Erleben die Überzeugung zu ändern, solche Empfindungen und Situationen seien gefährlich. Selbst nach einer KVT ist es nicht einfach, diese Schritte während einer Attacke zu befolgen. Mit etwas Übung können diese Werkzeuge jedoch Attacken deeskalieren und auch verhindern. Dadurch wird das Leben nicht mehr so von Panik beherrscht. Neben einer formalen Therapie finden viele Panikpatienten Hilfe in den Grundsätzen, die die KVT vermittelt. Dass Angst einem nicht wehtun, diese aber die Panik verschlimmern kann. Selbst wenn man noch nie eine Panikattacke hatte, hilft dieses Wissen, eine Panikattacke bei sich selbst oder jemand anderem zu erkennen. Und das ist der erste Schritt, um diese zu verhindern. Abonniere diesen Kanal für weitere faszinierende Geschichtslektionen.
Weltraumabenteuer, knifflige philosophische Debatten und Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper. Bleib dran und bleib neugierig.